Spaghetti. Du zählst ein. A one, a two, a one, two, three, four. Hallo meine lieben Nerdgeeks und Gamer und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing mit Frey, Leck und Malle. Ja, heute, hier, da ist das gute Stück. Das gute graue Stück. Das gute graue Stück. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich bin heiß drauf. Es ist die Wutbox. Auch diesmal tatsächlich sehr zeitnah. Sie ist gestern gekommen, am 5. Das ist zu vertreten. Kommt dir das auch so vor, dass die Wutboxen irgendwie immer kleiner werden? Nein, sie haben alle dieselbe Größe, aber... Nein, haben sie nicht. Guck an, da oben. Die sind unterschiedlich groß. Kommt wahrscheinlich ist in Abhängigkeit damit, was für Stuff drin ist. So, ich möchte jetzt aber bitte endlich aufmachen. Ich warte da schon die ganze Zeit drauf. Übrigens, heute ganz cool mit dem Schlitzschraubenzieher vom Batarang vom letzten Jahr. Vom letzten Monat. So, alles klar. Das kannst du eigentlich. So. Ich nehme irgendwas, was oben ist. Magic, Mensch. Das legen wir beiseite. Ich will was finden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme das. Ein Cube. Das ist ein, Thema war ja Magic, unter anderem Game of Thrones. Wir hatten vorher noch philosophiert, ob es nicht tatsächlich eine Drachenfigur ist, weil das ja angeteasert worden ist, Game of Thrones mit so einem Drachenbild. Es ist eine Kerze. Oh mein Gott, eine Kerze! Eine Kerze. Aber das Lustige an der Kerze ist ja jetzt, sie leuchtet. Wusstest du, wenn man Kerzen nicht anzündet, halten sie länger? So, Mensch. Darauf fällt mir kein Scheiß ein. Ja, ich mach mal auf und es ist... die fühlt sich cool an. Boah, das ist geil. Das ist eine Drachenei-Kerze. Cool wäre ja jetzt, das habe ich irgendwo mal in einem Video gesehen, da hat jemand auch so ein Drachenei... Drachenei gemacht und darin, also selber eine Kerze gemacht und darin so eine kleine Drachenfigur reingestellt. Quasi ja. Ab dem Moment schlüpft es irgendwann. Ja, das ist cool. Das war wirklich cool. Vor allem witzigerweise sind hier hinten drauf alles mögliche an Kerzen, aber keine Drachenei-Kerze. Ach was? Ach was? Wahrscheinlich so ein Wutbox, ja, Wutbox Exclusive. Ja. Ja, cool. Ja, geh mal her hier, die Möhre. Irgendwas anderes außer die Figur. Das Shirt überlasse ich dir. Alles genau, mal die Figur. Ich weiß einfach mal aus. Hey, das ist eine Q-Fix. Also, Harry Potter First Fly. Harry Potters erster Flug. Fly. Erster, ich pack die mal aus, ne? Ja. Wir haben vorher noch drüber philosophiert, was es wohl für eine Figur wird. Funko Pop. Hier diesmal nicht mit Animation oder so einem Scheiß erzählt. Nein, nur Funko Pop heißen die Dinger. Oder Titan Vinyl oder eine Q-Fix. Ist tatsächlich eine sehr niedlich gestaltete Q-Fix. Oh ja, also die ist wirklich sweet. Ein Bausparvertrag. Du, was hat die auf dem Rücken stehen? Sweet. Die ist wirklich geil. Sieht so ein bisschen aus, als wenn... Ach, verdammt. Jun und Jun. Nein. So, wie heißt die Schlange nochmal, als wenn die hier so aus dem Besen rauskäme. Ja. Ja, cool. Das ist echt niedlich gemacht. Ja, cool. Ja, die ist wirklich nice. Also, die ist echt cool. Oh, stellen wir mal hier hin. Beneide ich dich drum. So. Guck mal, da sind noch zwei Sachen drin. Ja, oh. Oh. Wie oft wollen wir noch O sagen? Oh. Ein The Legend. Achso, The Witcher. Wild Hunt. Mit dem Greifen. Schlicht, finde ich gut. Ach, geil, in Form des Löwen. Das konnte ich von hier aus gar nicht erkennen. Meine Scheiße schon so hier so drauf. Ach, sieht das. Sieht cool aus und vor allem sehr schlicht, ne? Sonst hat man ja sehr auffällig. Gestaltete Dinge haben letztes Mal ja auch schon sehr schlicht, wie ich fand. Cool, ja, cool. Aber trotzdem irgendwie aufwendig. Ja, das war ganz cool. Ja. Wie geht das? Ja. 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 Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist ein Pin. Es ist der Wutbox. Es ist ein Wutpin. Aber was ist auf diesem Wutpin drauf? Wir können gleich gucken. Es ist nämlich das angeteaserte Notizbuch von Zelda.
The Legend of Zelda. Tatsächlich irgendwie erstaunlicherweise jetzt diesmal das erste Mal eine E-Mail von Wootbox bekommen, wo sie mir geschrieben haben, es ist eine Figur von Harry Potter drin, es ist eine Kerze von Game of Thrones drin und es ist ein Notizbuch von Zelda drin, wo ich mir dachte, warum machen die sowas? Das ist fies. Man wird gespoilert, würde es mal so gespoilert werden. Gleich löschen. Ja. Ja, Notizbuch kann man eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Ne? Alles schön. Sehr schlicht gehalten. Schön schlicht, kann man sehr gut als Tagebuch nutzen. Die geheimsten Geheimnisse. Da steht dann drin, ich liebe Malle. Kann passieren. Bei jedem von euch. Oder und der Ich ist doof. Kann auch passieren. Ja, du guckst da, ich baue um. Du guckst da, ich baue. Nee, du baust um. Ja. Auch diesmal sind wir wieder nicht mit dabei. Hey, guck mal, das Shirt kenne ich irgendwoher. Wie kommt das denn? Das war die von vor 2 oder 3 Monaten. So, wann da? Die Harry Potter QMX. QMX? Ja, QFIC heißt QMX. QMX. 20 Euro, kein Exclusive. Die Game of Thrones Kerze. 8 Euro, auch kein Exclusive. Doch, steht ja drauf eigentlich. Ist ja eigentlich. The Witcher Wild Hunt 20 Euro ist auch ein Exclusive. Steht auch, glaube ich, drinnen hinten im Kragen. Das Notizbuch von Zelda BOTW. Breath of the Wild 8 Euro. Und der Wutpin, warte mal, ja gut, Manga wusste ich. Ach, das ist Fullmetal Alchemist. Ah, okay. Das könnte gut sein. Keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Dieser große Haufen Metall steckt als Folge einer misslungenen Verwandlung mit seinem Bruder in dieser Rüstung fest. Ja, ja, doch, müsste sein. Müsste Fullmetal Alchemist sein. 4 Euro. Und der Teaser auf die nächste Box ist der Luftballon. Oh nein, was wird das? Was könnte es bloß sein? Vielleicht ein Dreirad? Auf dem ein Puppe reinfährt. Und ein Luftballon hält. Ja, die nächste wird 4 sein, ne? 4 war das? Ja, Angst. Genau, 4, Angst. Und ja, es ist Venom mit drin, es ist Freddy Krueger mit drin, es ist Malte mit drin, Malte mit drin. Malte mit drin und S mit drin, also S ist mit drin. Okay, ich geh da mal. Und, was war das andere jetzt noch hier? Saw, genau. Ich glaube, Saw war auch mit bei. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Saw müsste mit bei sein. Die Box, ja, cool. Ja, cool. Irgendwoher kenne ich sie. Das ist ein Regal, das du wahrscheinlich in jedem RPG finden könntest. Ach, daher! Das ist, was irgendwie einen mittelalterlichen Tenor hat. Also, es ist cool gemacht, so keine Frage, auch eine Hochkantbox. T9? Tenor, nicht T9. Hochkantboxen gibt es aber auch relativ viele. Ey, das ist jetzt meine dritte Wutbox und das ist meine erste Hochkantbox. Ja gut, das ist meine 12. Wutbox und das ist meine... Das ist nicht mal deine Wutbox. Das ist meine Wutbox. Ich muss dann mal los. Lass mir die Figur hier. Ja, alles klar. Also, wie findest du diese Box? Eine Skala von Harry Potter zu Batman. Oh, das ist eine fiese Skala. Das ist Turnschuh, ne? Ja, es hält sich in Grenzen. So, das Shirt ist ganz cool. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, Witcher nie gespielt, immer mal vorgehabt. Ja, ich weiß. Ja, gut, das Notizbuch, es ist ein Notizbuch so. Da fand ich den Artikel aus der Get Digital von Zelda viel cooler letzten Monat. Aber gut, das ist ja jetzt auch die Wootbox. Das Kerzenei-Ding, das ist ganz, ganz cool gemacht. Das ist, ich habe es mir aber größer vorgestellt, ehrlich gesagt. Kenn ich. Sagen. Das ist das, was die Frauen immer grundsätzlich zu dir sagen, stimmt. Deswegen. Gut, die Harry Potter-Figur. Also ich muss sagen, die ist total niedlich, die ist echt süß. Die ist, Ich muss auch sagen, inzwischen kommen echt mehr Q-Fake-Figuren als Funko Pops. Ja. Ja, ist ganz, ganz, ganz süß, ganz niedlich. Es ist jetzt keine Scheißbox, aber jetzt so das Nonplusultra ist. Also für das Thema, also ganz ehrlich, ich finde Harry Potter echt geil, The Witcher finde ich Hammer, Zelda finde ich Hammer und Game of Thrones finde ich Hammer. Und dafür fand ich das ein bisschen enttäuschend.
Notizbuch, oh mein Gott, man kann sich inzwischen, wenn man so ein paar Sachen sich bestellt, ich meine, allgemein so, deine wievielte Lootbox ist das inzwischen? Ich meine, du hast jetzt... Ach du Schande, 5, 6? 2, 3, 4, ja, ich glaube 6 oder 7. Ne? Also wenn ich die Mystery-Unboxing-Geschichten von eBay mit reinnehme, dann müsste es sogar bei 8 sein ungefähr. Ja, und wie viele Notizbücher hattest du inzwischen? Eins hast du, das jetzt, noch eins Rumbly auf 4, glaube ich, ja. 3 oder 4. Es ist einfach, Notizbücher sind immer mit dabei, man mag sie irgendwie nicht beschreiben, weil sie schon irgendwie immer geil aussehen und ja, die Pins, die gehören einfach dazu, gar keine Frage, ja. Figuren muss mit drin sein, sonst finde ich die Box irgendwie immer nicht so ganz geil. Ganz ja, das ist so das Problem zwischen Digital und Wootbox, ja. Bei Wootbox weißt du ganz klar, alles klar, es ist zumindest eine Figur dabei. Ja. Die muss nicht unbedingt hübsch aussehen, aber es ist eine Figur. Du sagtest in meinem anderen Video, du liebst einfach jede Figur. Ja. So, kann ich nachvollziehen. Die sind einfach echt cool, stellenweise. Manchmal sind sie spot hässlich, wie Tomb Raider zum Beispiel. Trotzdem hat man sie, trotzdem besitzt man sie. Ich glaube aber auch, wenn tatsächlich die Harry Potter Figur jetzt nicht da wäre, dann wäre das so eine tatsächlich sehr enttäuschende Box. Ja. So. Also tatsächlich, ja. Da liegt der Fokus auf der Figur. Und ich finde, die Figur ist auch halt eher so, ich sag mal, 0815. Einfach eine Harry Potter Figur. Schön und gut, Harry Potter ist so ein Merch, was auch immer wieder vertreten wird. Gut, gibt es jetzt nicht viele Boxen, nicht viele Figuren zu. Ist jetzt nicht so bekannt mit den Figuren. Aber bei Funko Pop kriegst du da schon einiges. Ja, aber selten in den Boxen und so weiter. Das ist richtig. Weißt du, da ist eher so, meistens so anderer Merchandise mit drin. Aber trotzdem, so die Figur wertet das minimal auf, finde ich persönlich so. Ja. Und das Ei, ich finde, man mag es nicht abnutzen. Oder? Man mag es nicht abnutzen. Ich habe vorhin irgendwann mal gesagt, gerade eben habe ich erst gesagt, mit dem Video mit der Drachenfigur, vielleicht ist eine Drachenfigur drin. Dann wäre es wieder cool. Das wäre es nicht. Wird es nicht sein. Nein. Machen wir uns nichts vor. Aber du hast schon recht, man will sie nicht anfassen. Ja. Nicht anzünden. Ja, ist ganz cool. Also, ja, wir reden wieder viel zu lange hier, glaube ich. Aber das T-Shirt, das finde ich echt. Das T-Shirt ist echt geil. Demnächst kommen Get Digital auf jeden Fall und die. Diesmal vielleicht doch ein Doppel-Unboxing. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Gut möglich, wenn es zeitgleich kommt. Und die Loot Chest habe ich mir bestellt, weil die Wootbox dann ja ab nächsten Monat unter ich übernehmen wird. Dementsprechend habe ich die Wootbox dann abgegeben. Wobei ich ja bei dem Thema tatsächlich am Überlegen bin, das vielleicht doch zu behalten. Aber das ist halt. Und das ist Oktober, ne? Denk dran. Heißt Halloween Special. Ja, zwei weitere Videos auf jeden Fall, die noch zwei Wochen ungefähr kommen müssen, beziehungsweise die Boxen kommen in 2 Wochen ungefähr an. Vielleicht doch mal so ein Mystery-Unboxing-Ding. Wir werden sehen. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Oh, meine Hand tut so weh.